Ho, 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 einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ihr seid wahrscheinlich alle auf YouTube und guckt es erst, wenn gar nicht mehr Weihnachten ist. Aber ich habe wieder einen schönen Gast mitgebracht als Weihnachtsgeschenk und wir reden über ein fröhliches weihnachtliches Thema, nämlich Krieg. Ja, absolut. Denn die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hat ein sehr interessantes Paper veröffentlicht. Das heißt, den nächsten Krieg verhindern. Deutschland und die NATO stehen im Wettlauf mit der Zeit. Das wurde für die DGAP von Christian Mölling und Torben Schütz geschrieben. Doch erstmal, was ist die DGAP? Das ist ein sehr gut vernetzter Think Tank, in dessen Präsidium auch beispielsweise Katharina Barley oder Norbert Röttgen saßen und der von verschiedensten staatlichen Institutionen, so von verschiedenen Bundesregierungen, Bundesministerien, von der EU-Kommission, von der Europäischen Zentralbank und von sehr wenigen reichen Privatspendern finanziert wird. Also es Also ist da wieder mal so findet. ein Verein, den man selbst eigentlich nicht kennt, aber die kennen jeden, der die kennt. Also so ein bisschen wie bei Wirecard oder Jeffrey Epstein oder so, die plötzlich erst bekannt wurden, als sie die schlimmsten Verbrecher überhaupt waren, aber dann weiß man, oh, warte mal, die kannten ja irgendwie jeden. Also so ein Schattenoperator, ne? Ja, absolut. Also Arend Oetker ist da beispielsweise unter den größten Spendern oder die Open Societies Foundation, die Otto-Wolf-Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, die Stiftung Mercator. Also das ist auch eine große Stiftung, die zur Handelsfamilie Schmidt-Rutenbeck gehört. Also Oh, die die kenne Stiftung ich gar nicht. Was Mercator. machen die? Kann man sich alles angucken. Da kommt von mir. Ja, die finanzieren halt solche politischen Organisationen, beispielsweise wie die DGAP. Für sowas Also war doch das sind eigentlich einfach. mal die Anstalt zuständig, oder? Dass die da an so einem Brett stehen und dann so immer so Zettel runternehmen und sagen, gehört auch zu und der hat Kontakt zu und sowas, ne? Aber machen die irgendwie seltener inzwischen, ne? Ja, das ist ja, seitdem sie beim Ukraine-Krieg unkritisch geworden sind, schauen sie sich auch solche Netzwerke anscheinend nicht mehr an. Die Ich meine, waren was sie in diesem Paper. damals, die waren mal sehr kritisch, aber es gab eine verbotene Folge, ne? Wo sie, ich habe die noch gesehen irgendwann mal, wo sie damals, glaube ich, als das mit der Krim losging, da haben die, glaube ich, sehr viele Sachen gesagt, die man aus heutiger Sicht wahrscheinlich im Fernsehen nicht mehr sagen darf oder sollte. Und das ist denen, glaube ich, ziemlich auf die Füße gefallen, ne? Ich wäre so gespannt, wenn die heute noch so kritisch wären, ob man die dann offen absetzen würde. Ob man sich das dann trauen würde. Problematisch und so weiter, ne? Vielleicht die falschen Leute angegriffen. Also ich meine, man kann ja im Fernsehen große Menschengruppen einfach als Blinddarm bezeichnen und sagen, die sollen sich bitte abspalten, aber dann nur die richtigen Gruppen, ne? Ja, also die NATO darf man auf keinen Fall in Frage stellen, sonst steht man ja gegen Freiheit, Demokratie und ist ein Delegitimierer des Staates. Also so nennt der Verfassungsschutz ja mittlerweile jeden, der die Regierung kritisiert. Also soweit ist es ja mittlerweile. Ja, Aber ich aber glaube, das ist ein also anderes Thema, ja. ja, wo kommen wir hin ohne NATO? Also stell dir mal vor, ein europäisches Land ohne NATO, das ist ja pures Chaos, wie zum Beispiel Österreich oder Schweiz oder. Nee, Schweiz ist Schweiz in der NATO nicht, ne? Schweiz und Österreich nicht, nee. Nee, beide nicht, ne? Ja, Österreich, da hat man 1955 ein sowjetisches Verhandlungsangebot angenommen und die Neutralität in die österreichische Verfassung geschrieben. Und ja, es hat Österreich, wie wir gesehen haben, nicht geschadet. Es hat den Österreichern sogar eine Wiedervereinigung ermöglicht, die Jahrzehnte vor der Deutschen stattfand. Also auch Deutschland hätte das haben können. Dieses sowjetische Verhandlungsangebot, das gab es auch für Deutschland. Aber das wurde von der westdeutschen Regierung unter Adenauer damals abgelehnt. Du weißt echt wieder viele Dinge, ne? Jedenfalls, ich finde es immer so interessant, es gibt ja wahnsinnig viele solche Lobbyorganisationen und Thinktanks und so weiter. Und ich finde es immer so seltsam, wie Leute sich bei Werbung und sowas aufregen. Aber das ist ja im Grunde auch Werbung nur für Regierungen und nicht halt dafür, dass du dir irgendwie einen Joghurt kaufst oder so, sondern es ist ja Werbung dafür, dass du halt irgendwie zur Armee gehst und auf Leute schießt oder sowas. Und also eigentlich ja viel perfider, genauso machen ja Politiker auch nicht nur den Wahlkampf, den du siehst, sondern auch noch ganz viel verstecktes Zeug. Und man wird ja dann schnell in so eine Verschwörungsecke gestellt und aus irgendeinem Grund sind ja auch so bestimmte Figuren wahnsinnig beliebt, wie ein George Soros oder ein Klaus Schwab oder Bill Gates oder sowas. Ja, Die Wahrheit ist aber die Open leider. Society, darf ich da mal einhaken? Ich wollte nur sagen, die Wahrheit ist, es gibt Die ist. halt wahnsinnig viele solche Thinktanks und Organisationen. Das sind jetzt nicht nur diese drei oder vier und das sind auch nicht irgendwie die Juden oder irgend so ein Quatsch, sondern es ist einfach in unserem System gang und gäbe, dass total viele Organisationen im Hintergrund versuchen, ihr Interesse irgendwie durchzudrücken.
Und von wegen, die stecken alle hinter einer Decke, unter einer Decke. Nicht unbedingt alle, aber also es passieren schon viele Dinge im Hintergrund und es gibt irgendwelche Treffen, von denen man weiß, wo man aber nicht weiß, was da geredet wird. Und eigentlich ist es ja Job von Journalisten, da mal ein bisschen reinzugucken. Würde ich mir mehr wünschen. Du wahrscheinlich auch. Absolut, absolut, weil du gerade George Soros ansprichst. Seine Open Society Foundation ist, wie vorhin ja schon gesagt hatte, unter den größten Spendern der DGAP in den Jahren 2020, 2021 dabei. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich den Namen nicht vorlesen? Also von der Open Society Foundation, auch wenn sie ja bei Wikipedia aufgeführt ist. Also es ist ja albern, wenn wir einfach Spender von bestimmten Organisationen nicht mehr benennen dürfen und dann Ja. immer irgendwelche Schlagworte finden, um das zu diffamieren. Das ist, ja, dann können wir nicht mehr über die Realität sprechen, wenn wir anfangen, so zu diskutieren. Ja, also eigentlich sollte Ja. man sich vielleicht auch mehr darauf fokussieren, dass Milliardäre verdächtig sind und nicht wie das dir ja auch vorgeworfen wurde oder versucht wurde zu suggerieren, dass das an irgendeiner Religionsgruppe liegt oder so, weil die meisten Leute aus dieser Religionsgruppe, die eben nicht so reich sind, die können das ja gar nicht machen. Also die haben ja gar nicht die Verbindungen, aber als Milliardär kannst du, egal welche Religion du hast, dir einfach irgendwelche Stiftungen gründen und sagen, sorgt mal dafür, dass Leute das und das denken oder sowas. Also das lohnt sich ja anscheinend auch. Ja, absolut. Ja, in diesem Papier stehen nämlich echt heftige Sachen drin. Also was hier geplant wird, das ist nichts, was wir jetzt einfach so ignorieren können und was in den Medien auch meiner Meinung nach leider zu wenig rezipiert wird. Ich glaube, ich lese mal kurz den Einleitungstext vor. So. Okay. Also dieses Papier ist sehr stark gegen Russland gerichtet und es warnt davor, dass Russland in den kommenden Jahren ja zu einer Bedrohung werden könnte. Aber So, könnte es das Russland. nicht? Dazu kommen wir dann, dazu kommen wir dann. Okay. Russland stellt durch seine imperialen Ambitionen die größte und dringendste Bedrohung für die NATO-Staaten dar. Nach dem Ende der intensiven Kämpfe in der Ukraine wird Moskau 6 bis 10 Jahre benötigen, um seine Streitkräfte wieder aufzubauen. Innerhalb dieser Frist müssen Deutschland und die NATO ihre Streitkräfte zur Abschreckung und notfalls zum Kampf gegen Russland befähigen. Nur so können sie das Risiko für einen nächsten Krieg in Europa reduzieren. Und du hast gerade gefragt, ob Russland nicht eine Bedrohung ist. Und genau so wird in diesem Papier hier argumentiert. Es wird gesagt, Russland ist eine Bedrohung. Putin hat so eine nationalistische Ideologie, die besagt, dass er immer weitere Länder erobern muss und deswegen ist kein Frieden mit Russland möglich. Allein widerspricht das dem russischen Verhalten der letzten 20 Jahre. Also Russland hat beispielsweise in der Ukraine vor 2014 nie irgendwelche Anstalten gemacht, Gebiete aus diesem Land zu erobern. 2014, nachdem da ein vom Westen unterstützter Putsch stattfand, Russland sich dann entschieden, die Krim zu annektieren und ja, die ukrainischen Separatisten zu unterstützen, war aber nicht dafür, dass diese sich abspalten. Also Russland war dafür, dass die Ukraine exklusive der Krim in ihren Grenzen beibehalten bleibt und möglichst zu einem neutralen Staat wird. Das wollte die neue ukrainische Regierung, also zuerst unter Turchinow, dann unter Poroschenko, dann unter Selenskyj, wollten das aber absolut nicht. Deswegen, ja, hat Russland dann die Separatisten Anfang 2022 als eigene Staaten anerkannt, um in die Ukraine einmarschieren zu können und eine ukrainische Neutralität oder vielleicht sogar, das hat man sich vielleicht auch erhofft, einen russischen Satellitenstaat dort militärisch erzwingen zu können. Und ja, mittlerweile sehen wir ja, dass das die zentrale Bedingung von Russland ist, dass die Ukraine neutral wird. Wenn die Ukraine neutral wird, dann wird Russland auch diesen Krieg beenden. Ja, bist du sicher? Woher hast du das? Das sind die russischen Friedensbedingungen. Haben sie Die öffentlich lauten. gesagt und man kann denen da vertrauen, meinst du? Ja, was heißt, man kann denen vertrauen? Russland hat vor 2014 nie irgendwelche Anstalten gemacht, irgendwelche Gebiete aus der Ukraine herauszureißen. Erst 2014, als es dort zu einem Putsch kam. Das heißt, das russische Verhalten war immer eine Reaktion auf das immer weitere Vorrücken des Westens. Aber Und das könnte ja jetzt auch russische Propaganda von einem russischen Think Tank sein. Also wieso bist du dir so sicher, dass du da die richtigen Daten hast und nicht auch von irgendwem gesteuert würdest oder indoktriniert oder irgendwie sowas? es sind die offiziellen russischen Friedensbedingungen und die haben sich, ich hatte sie gerade gar nicht aufgezählt, die lauten Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung und Anerkennung der territorialen Realitäten. Diese Anerkennung der territorialen Realitäten, also die Annexion der ostukrainischen Oblasten, die ist dazugekommen. Russland war im Frühjahr 2022 noch bereit, ein Friedensabkommen ohne Annexionen zu schließen. Also Russland war im Frühjahr 2022 noch dazu bereit, gegen eine Neutralität der Ukraine seine Truppen wieder zurückzuziehen. Aber Das man wurde sagt hier aber ja auf immer, Druck dass des Westens verhindert. man sagt hier ja immer, dass sie lügen und man ihnen nicht vertrauen kann. Ja, aber die Version wurde ja mittlerweile vom ukrainischen Chef
Jetzt bist du kurz abgestürzt. Ich glaube, da hat jemand den Saft abgedreht. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt doof. Ja, ich Direkt glaube, am Anfang auch stetig. noch. Ah, warte mal, du warst kurz abgehakt. Ich sehe dich auch noch nicht wieder. Ich habe nur ein Wort gehört. Hallo? Vielleicht muss ich hier mal auflegen und den wieder anrufen. Ah nee, da ist er wieder. Okay, müssen wir die Stelle Du wahrscheinlich hattest. rausschneiden? Ja. Nee, du hattest einen Bildfehler und hast irgendeinen Internetabbruch oder sowas. Ja, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Also wie gesagt, müssen wir die Stelle wahrscheinlich rausschneiden. Ist ja auch egal. An Ich kann welcher es aber noch mal Stelle? kurz wiederholen. Also. Also diese Version, dass der Westen die ukrainischen Friedensverhandlungen 2022, dass der Westen Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, damit diese die Friedensverhandlungen abbricht, die ist mittlerweile sogar vom ukrainischen Chefunterhändler, David Achamia heißt der Mann, bestätigt worden. Also diese Version, die wurde von so vielen Quellen, von Foreign Affairs, von Naftali Bennett, jetzt vom ukrainischen Chefunterhändler, unabhängig voneinander bestätigt, dass mir ehrlich gesagt, dass sich mir nicht erschließt, was denn sonst passiert sein soll. Also wenn das alle, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, mittlerweile offiziell bestätigen, was soll denn da sonst passiert sein? Ja, aber die wollen ja die territorialen Realitäten nicht. Und man sagt ja hier, dass Russland die gar nicht zu stellen hat. Und sagt, nee, nee, ihr geht Ja, das einfach ist wieder schön, wenn raus und die man. Grenzen bleiben so und ihr könnt nicht einfach einen Teil von einem anderen Land nehmen. Also das ist schön, wenn diese Leute sich das im Twitch-Chat hier in ihrer Fantasie gerne vorstellen, aber dafür, für diese Fantasie müssen dann hunderttausende Menschen sterben und es ist ja dann trotzdem nicht möglich, diese Gebiete zurückzuerobern. Wir sehen ja, dass die Ukraine schlichtweg eine viel kleinere Bevölkerung hat als Russland, die sie dann an der Front verheizen kann. Also es ist ja völlig unrealistisch, dass die Ukraine diese Gebiete wieder zurückerobern wird. Aber ist es nicht, es gibt ja die Angst, dass sie dann weitergehen. Dass sie dann sich noch ein Land nehmen. Wie ich gerade erklärt habe, ist das völliger Schwachsinn. Das entspricht überhaupt nicht der russischen Position der letzten Jahre. Also was Aber bist du als da Russland sicher? Weil es 2000. gab ja auch einige deutsche Politiker, die im Fernsehen gesessen haben und das gesagt haben und die haben gesagt, da wird mit den Säbeln gerasselt und der kommt doch nicht und dann kam er doch und. Also. Na, das ist. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass Russland in der Ukraine eine vollständige Invasion im ganzen Land starten wird, aber. Nun haben wir nun mal diese Situation. Aber wie gesagt, Russland war 2022 bereit, seine Truppen komplett zurückzuziehen. Es war am Anfang überhaupt nicht russisches Kriegsziel, ukrainische Gebiete zu annektieren. Also das ist jetzt erst dazugekommen. Russland reagiert immer nur auf das, was die Gegenseite macht. Da steckt kein böser Masterplan dahinter, dass Russland am Ende plant, halb Europa zu annektieren. Also ich finde es auch immer lustig, dass die Leute, die sonst von Verschwörungstheorien reden, wenn irgendjemand mal die eigenen politischen Entscheidungen kritisiert, Russland hier gleich so einen riesigen, auf Jahrzehnte ausgestreckten Plan zur Annexion von Dutzenden Ländern vorwerfen. Also das finde ich schon mal ein bisschen absurd. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also ich verstehe den Punkt, dass man bei der einen Seite kritischer ist als bei der anderen. Mir sind die USA und Russland beide nicht sonderlich sympathisch in ihrer Außenpolitik. Weiß ich jetzt halt nicht, ob man. Also ich weiß, ich stelle eher auf einer anderen Ebene in Frage, ob wir überhaupt das wissen können. Also du kannst dir Ja, natürlich wahnsinnig viele schlussendlich Bücher wissen kann man durchlesen natürlich oder nicht. Paper oder sowas, aber wir wissen ja nicht, ob jetzt. Mehr NATO oder weniger NATO oder ob Putin einfach gehen soll oder ob man sagen sollte, na gut, dann kriegst du halt die Krim, aber dafür lässt du den Rest in Ruhe oder also wie man jetzt verhandeln oder was man entscheiden sollte. Ich weiß halt nicht, ob wir beide das herausfinden können. Wir wissen, wie sich Russland in der Vergangenheit verhalten hat. Und wie gesagt, bis 2014 hat Russland keine Anstalten gemacht, auch nur irgendeinen Teil der Ukraine zu annektieren. Obwohl die Krim schon vor der Unabhängigkeit der Ukraine übrigens in einer Volksabstimmung entschieden hatte, dass sie aus der Ukraine austreten wollte. Also es gab schon, bevor die Ukraine überhaupt ein unabhängiger Staat war, eine große Mehrheit auf der Krim, dass sie eben nicht mehr zur Ukraine gehört. Und diese klare Mehrheit gegen die Ukraine, die hat Russland nie dafür genutzt, um dieses Gebiet zu annektieren. Also ganz im Gegenteil, Russland und die Ukraine hatten völlig friedliche Beziehungen bis zum Putsch 2014. Das war der entscheidende Bruchpunkt. Aber vielleicht Und war man ja sieht es auch die. in anderen Ländern, also auch. Vielleicht war das ja auch, dass man sich abspalten wollte, vielleicht auch von einem Think Tank gelenkt oder sowas. Vielleicht hat man da auch den Leuten erzählt, ihr wollt da nicht mehr sein, ihr wollt euch abspalten, wer weiß.
Also Russland hat garantiert auch solche Thinktanks und Amerika und wahrscheinlich die Ukraine Russland wahrscheinlich gab es auch damals noch welche. gar Und nicht als eigenständiges Land. also, ja, kommt drauf an, wann du damals definierst, aber also du Das meinst. war 1991 noch, bevor Russland und die Ukraine als unabhängige Staaten entstanden. Da waren das noch Sowjetrepubliken. Da gab es auf der Krim eine Volksabstimmung darüber, ob die Krim unabhängig sein will von der Ukraine. Aber ach, du meinst was Vorheriges. Ich dachte, du meinst dieses Maidan-Ding, was immer angebracht wird. Nee, das war ja durch Russland inszeniert, das war 2014. Ich rede von der Volksabstimmung 1991 und Russland hat das die folgenden 20 Jahre nie als Vorwand genutzt, um da irgendwas zu annektieren oder so. Ganz im Gegenteil, man hatte friedliche Beziehungen mit der Ukraine, man hatte einen Pachtvertrag für den Schwarzmeerhafen in Sewastopol. Also da hat Russland ja nie Anstalten gemacht und plötzlich, jetzt soll Putin so eine böse Ideologie entwickelt haben, die ja auch verantwortlich ist für die, also das habe ich im Paper der DGAP auch gelesen, für die beiden Tschetschenienkriege, wobei Putin weder beim ersten noch beim zweiten Tschetschenienkrieg russischer Präsident war. Also beim zweiten Tschetschenienkrieg, da war er Ministerpräsident. Aber es ist jetzt völlig absurd, was für Theorien hier gesponnen werden. Also dass Putins Ideologie jetzt verantwortlich sein soll für die russische Politik der vergangenen Jahrzehnte, die zumindest in Bezug auf die Ukraine völlig anders aussah als das, was wir heute sehen. Eben weil Russland meiner Meinung nach eben nicht aufgrund irgendeiner kruden Ideologie oder so handelt, sondern eben weil es ganz rational den Vormarsch des Westens verhindern will. Also du meinst die NATO-Osterweiterung, das hat die provoziert und sonst hätten sie das auch nicht gemacht, was sie jetzt gemacht haben. NATO und die EU, ja. EU auch. Ja, und auch die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine außerhalb der NATO. Also die NATO hat Ukraine die letzten 10 Jahre ja schon extrem stark hochgerüstet. Ja, also wir sind uns ja alle sicher, dass die Ukraine auf jeden Fall das Opfer der Nummer ist, aber du sagst halt, die sind ein Spielball zwischen den beiden, richtig? Also die USA schiebt die rein und Russland greift die dann an und dann ja, beide Seiten sagen, mach mal so, mach mal so und die sind irgendwie in der Mitte und kriegen es ab, ne? Ja, absolut. Aber Opfer, also solche moralischen Kriterien, die helfen uns nicht viel weiter, wenn es darum geht, Weltpolitik zu erklären. Also natürlich kann man jetzt sagen, Russland muss sich aus moralischer Sicht zurückziehen, weil es halt durch diesen Einmarsch, auch schon durch die Krim-Annexion 2014, das Völkerrecht gebrochen hat. Aber es gibt ja niemanden, der diese Moral durchsetzt. Also mit diesem Argument kann man jetzt ja Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschenleben dort zerstören, aber was an dieser Realität, nämlich dass Russland der Ukraine schlichtweg demografisch überlegen ist, etwas an dieser Realität ändern kann man ja nicht. Und ich bin auch der Meinung, und da kommen wir jetzt zu der nächsten bösen, bösen Verschwörungstheorie, dass es dem Westen auch gar nicht darum geht. Der Westen will die militärischen Kapazitäten Russlands dort verbrauchen. Das habe ich mir auch selbst nicht ausgedacht. Das steht in diesem Papier der DGAP tatsächlich so drin. Russland verbraucht in diesem Krieg, solange er weitergeht, seine militärischen Kapazitäten und gibt der NATO somit länger Zeit, um aufzurüsten. Ja, Den eigentlich Zeitpunkt, verbrennen ab ja dem die beide NATO laut Seiten, diesem ne? Papier hier aufrüsten muss, Also wenn ja, beide Seiten der sich nicht gegenseitig erst. abknallen, dann gehen an beiden Seiten natürlich auch Sachen kaputt und Leute sterben. Ja, okay, aber Ukrainer sterben. Also noch keine Soldaten von irgendeinem NATO-Staat. Das heißt, einem Staat, von dem man nach Kriegsende gar nicht wissen wird, ob er neutral ist oder nicht, von dem sterben gerade ganz viele Menschen. Das heißt, die NATO, wird davon nicht groß geschädigt. Die gibt da nur Geld und Waffen dazu. Die Rüstungsindustrie macht ein großes Geschäft. Es wurde eine riesige Aufrüstung beschlossen. Man hat propagandistisch einen super Grund, um der Bevölkerung eine weitere Aufrüstung verkaufen zu können. Und wie gesagt, es sterben keine Soldaten irgendeines NATO-Staates. nee, aber also die verfeuern halt ihre Fahrzeuge und ihre Waffen, ne, und schießen Munition. Also Ja, Ressourcen und sind es ja trotzdem, wenn die, gleichzeitig ne? wird die Produktion hochgefahren. Ja, Ja. und genau darum geht es in diesem Paper der DGAP. Die Produktion an ja, Rüstungsgütern soll deutlich, deutlich erhöht werden. Wir haben laut der DGAP vom Ende des Ukraine-Krieges 6 bis 10 Jahre Zeit, damit ja, wir für einen Krieg gegen Russland gerüstet sind. Laut, Also es ich ist fand hier eine die These der Formulierung DGAP, krass. Ja, was ist die These? dass Russland plant, NATO-Gebiet anzugreifen. Ja, Also das Russland. wage ich ja mal zu bezweifeln, aber jedenfalls, ich fand hier diese Formulierung gut oder interessant, dass man zum Kampf gegen die befähigt. Das war so ein Moment, wo ich aufgeschreckt bin und dachte, wie notfalls zum Kampf gegen sie befähigen und so kann man das Risiko für einen Krieg reduzieren. Also man will einen Kampf ohne einen Krieg? Wie geht das?
Also ein militärischer Kampf ist doch ein Krieg, oder nicht, wenn er zu groß wird? Ja. Also im Grunde sagt dieses Ja, Paper, ja. aber wir müssen so stark sein, dass die nicht aufmucken können. Wenn wir einfach nur zehnmal Ja. so stark sind wie die, dann Und trauen die sich das gar nicht, weil die wissen, dass sie verlieren. ja, es gibt auch ein ziemlich bizarres Interview von Christian Mölling, also einem der Autoren des Papers im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo er sagt, ja, wir müssen so stark aufrüsten, dass Russland auf jeden Fall uns nicht angreifen kann. Es geht aber nicht darum, militärisch stärker zu werden als Russland. Wenn man das als Referenz nimmt, dann müsste man sagen, okay, also allein die Militärausgaben der USA übersteigen die Russlands jetzt schon um das Zehnfache. Also eigentlich hätten wir ja dann schon fertig aufgerüstet. Nach der Logik müssten wir eigentlich abrüsten. Also das ist eine ziemlich absurde Rhetorik, die sich auch dauernd selbst widerspricht. Die NATO-Staaten haben jetzt schon mehr als viermal so viele Soldaten unter Waffen als Russland. Also schon jetzt ist die NATO Russland um ein Vielfaches überlegen. Da ist recht, wenn sich die NATO in einen Rüstungswettlauf begäbe, hätte Russland absolut keine Chance. Also das ergibt schon von vorne bis hinten keinen Sinn, diese Argumentation. Es geht hier tatsächlich darum, und das ist jetzt meine Analyse, das westliche Monopol auf Angriffskriege zu verteidigen. Also man will, dass die USA und ihre Verbündeten weiter in Länder überfallen können, ohne dafür von irgendwem herausgefordert zu werden. Dass aber Russland eben dies nicht ka machen kann. Denn Russland greift gerade in der Ukraine auch das westliche Monopol auf Angriffskriege an. Es ist das, was der Westen hier im Großen und Ganzen verteidigt. Ist es im Grunde ein zweiter kalter Krieg, wo man gegenseitig hochrüstet und dem anderen eine noch größere Pistole an den Kopf halten möchte? Du gibst ein sehr gutes Stichwort. Ja, das ist nämlich auch meine Befürchtung, dass sich diese Aufrüstung jetzt nicht nur gegen Russland richtet. Russland allein ist viel zu schwach, um einen langen Wirtschaftskrieg oder einen langen Rüstungswettlauf mit dem Westen irgendwie standzuhalten, sondern dass man sich damit auch gegen China richtet und Russland und China damit auch zusammentreibt, dass man also eine neue Blockbildung, einen neuen Kalten Krieg forciert. Das ist auch meine Sorge. Dieses Paper richtet sich sehr explizit gegen Russland und nicht gegen China. Aber ich befürchte, dass diese Aufrüstung sich sehr bald nicht gegen Russland, sondern auch gegen China richten wird. Ja, aber das kann man aktuell noch nicht so gut verkaufen, ne? Wenn du jetzt sagst, wir wollen die Chinesen irgendwie mit einer Waffe bedrohen, dann sagen Leute, hä, warum? Ne? Ja, also wenn die Nordatlantische Vertragsorganisation, also die NATO, im südchinesischen Meer irgendwelche Patrouillen fährt, dann wird auch, glaube ich, den meisten Normalbürgern klar, dass das nicht so ganz, keine so ganz defensive Maßnahme ist. Ja gut, also welchen Part von Paper willst du jetzt noch? Wollen wir das komplett durchgehen oder willst du auf bestimmte Nee, also die Stellen? groben Punkte, die hatte ich. Ein sehr interessanter Punkt, den ich jetzt auf jeden Fall noch vorstellen wollte, ist das sogenannte Resilienzpraktikum. Also dieses Paper will, dass wir mehr Resilienz zeigen, dass militärische Planung der NATO ja, Bestandteil unseres Alltags werden. Also dieses Paper will, dass wir in unserem Alltag, ja, dass beispielsweise Schüler militärisch irgendwie geschult werden oder was auch immer. Das Paper bleibt leider sehr im Allgemeinen, aber bei einem Punkt, da wird Hier? es konkret. Dieser Part Ja, hier? Resilienzpraktikum, das ist das ganz Dieses. letzte, das ist das letzte, ja, der letzte Abschnitt. Okay. Ich lese das mal kurz vor. Ja. Statt einer militärischen Dienstpflicht sollte es in den Bereichen, die für die Gesamtverteidigung relevant sind, ein verpflichtendes Praktikum für alle in Deutschland lebenden Menschen im Alter von 16 bis 5, von 18 bis 65 Jahren geben. Dies würde einen Anreiz schaffen, die für die Gesamtverteidigung wichtigen Bereiche in der Privatwirtschaft und Gesellschaft zu identifizieren. Deutlich würde auch, welche Tätigkeiten notwendig sind, um die Funktionsfähigkeit des Landes aufrechtzuerhalten. In diesem Feld kann jede Person die Rolle definieren, die er oder sie im Krisenfalle sinnvoll ausfüllen kann. Sprich, die Wehrpflicht soll wieder eingeführt werden. Aber es ist ja nicht, also es ist ja quasi noch eine erweiterte. Da kommen ja ältere Leute und Frauen auch wieder mit rein. Also es ist ja sogar noch mehr, aber dafür muss nicht jeder an die Waffe, sondern du, der Zivildienst ja auch nicht direkt, sondern man kann, wenn, das steht ja hier, dass du, ne, in der Privatwirtschaft, du kannst auch, man kann auch sagen, du gehst jetzt in eine Waffenfabrik oder irgendwie, oder was habe ich darunter zu verstehen? Ja, also ja, Resilienzpraktikum, also quasi eine Wehrpflicht, nur halt auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Das heißt, du wirst nicht mehr nur zur Armee geschickt, das heißt, du kannst vielleicht auch gar nicht mehr so einfach verweigern. Also, wer weiß, ob du jetzt, wenn du Praktikum in einer Rüstungsfabrik machen sollst, wo dir gezeigt wird, wie du Bomben zusammenbaust, ob du das dann noch so einfach verweigern kannst wie die Wehrpflicht. Also das wäre dann rechtlich auch zu prüfen. Das ist eine, ja, ein weiterer Vorschlag zur Militarisierung der Gesellschaft und zur Ausweitung der Wehrpflicht auf noch andere Personengruppen. Also wenn jetzt eine Wehrpflicht neu einführen würde, dann müssten ja nur alle ab 18 Jahren diese Wehrpflicht einmal durchlaufen und dann wären die Jahrgänge ab dann einmal wehrpflichtig gewesen. Aber hier steht ja zwischen 18 und 65 Jahren. Das heißt, die Leute, die das in ihrem Leben noch nie gemacht haben, also die noch nie Zivildienst, noch nie Wehrpflicht hatten,
dass die dann eventuell auch zu diesem Resilienzpraktikum geschickt werden. Also Leute wie ich beispielsweise. Die Frage ist ja, was passiert, wenn du dich weigerst? Also ob du das kannst und was genau dieses Praktikum bedeutet. Also ob dein Resilienzpraktikum auch sein kann, dass du einfach einer normalen Arbeit nachgehst und den Unterschied gar nicht merkst vielleicht. Also wenn sie jetzt hier sagen, du sollst in wichtige Bereiche der Privatwirtschaft, wenn du jetzt weiß nicht, ein Krankenpfleger eh schon bist oder so und die sagen so, wir brauchen jetzt Krankenpfleger und die sagen, gut, du bist da schon, dann wird sich für dich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, ne? Frage ist nur, was passiert halt mit Leuten, die bisher irgendwas machen, was da als unwichtig definiert wird. Also, ja, ich vielleicht zum Beispiel, ne? Ich werde dann Ja. vielleicht einfach eingesammelt und man sagt, nee, im Internet ein bisschen Sachen erzählen ist nicht so wichtig, ab in eine Fabrik oder sowas. Ja, also, Ja. und die Frage ist ja auch, für wen gilt das? Also, wahrscheinlich, wenn man jetzt hier, also hier steht natürlich Bereiche der Privatwirtschaft, Privatwirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, ein Politiker könnte beispielsweise sagen, nee, nee, ich mach doch gesellschaftlich hier schon was, ne? Und der muss dann natürlich nicht das machen. Politiker könnte sagen, ich sitze im Förderkreis Deutsches Heer, ich beteilige mich hier genug. Irgendwie sowas. Ja, aber es steht ja auch, wozu dieses Praktikum dient, zu den militärischen Planungen der NATO. Also Aber da ein steht ja in diesem Praktikum ist doch Feldstück eigentlich, drin. ist es definiert, dass das, man kennt das ja eigentlich als einen kurzen Zeitraum, dass man macht es vielleicht für ein Jahr oder für ein halbes oder so. Und also was ist das irgendwie definiert, wie lange das gehen würde? Das haben Sie ja noch nicht vorgeschlagen, wenn ich gerade. Also, das haben Sie hier noch nicht vorgeschlagen, aber das ist ja nur ein Vorschlag, der in die Debatte reingebracht wird. Also, jetzt ist es natürlich, Sie werfen erstmal so ein Paper in die Runde, gucken, wie viel Widerstand das gibt. Und bisher hat das so überhaupt keinen Aufschrei provoziert. Also, in vielen Medien war das noch überhaupt nicht Thema. Also, ein paar Medien haben wenigstens darüber berichtet, als Boris Pistorius gesagt hätte, wir sollten wieder kriegstüchtig werden. Aber dieses Paper hier, das wirklich weitreichende Aufrüstung fordert, das, wie gesagt, so ein Resilienzpraktikum fordert, das Militarisierung der Gesellschaft fordert, das hat noch keinen großen Aufschrei erregt. Militarisierung der Gesellschaft bedeutet aber im Sinne von Bundeswehr und sowas nicht Privatleute bewaffnen oder auch das. Nein, nein. Okay. Im Sinne von Bundeswehr, von NATO-Strukturen halt. Aber wir haben ja eh schon diese NATO-Ziele, dass wir ich glaube 2% war das unseres Einkommens, müssen wir irgendwie in Waffen stecken und Deutschland hat, glaube ich, nur 1%, war das so oder waren die Zahlen verkehrt? Also auf jeden Fall. Deutschland ist jetzt auf dem Weg zu 2%. Wir sind bald bei 2%. Ja, Trump hat die ja schon immer geschimpft, dass er, glaube ich, Amerika macht, glaube ich, 10% oder so, ne? Die machen irgendwie wahnsinnig Nicht viel. ganz, nicht ganz. Ja, auf jeden Fall deutlich mehr, als sie müssten. Und er hat immer gesagt, Alter Deutschland, was soll das? Wir haben uns hier verabredet, dass ihr 2% macht und jetzt schafft ihr das nicht, was soll das? Und er hat halt gesagt, er selber macht ja sogar deutlich mehr, als das Minimum wäre. Also Deutschland ist ja eigentlich mehr oder weniger vertragsbrüchig gewesen, wo man sich dann fragen muss, ob man so einen Vertrag überhaupt schließen sollte oder in welcher Form oder ob man dann nur zustimmen sollte, wenn man sagt, nee, nee, wir machen 1% und das schaffen wir auch. Aber an sich, wenn Deutschland jetzt hochrüstet, dann machen sie ja nur das, was sie vorher unterschrieben haben, oder? Ja, aber Deutschland hatte das ja schon seit längerem unterschrieben. Also die NATO will ja schon seit längerem 2% des Bruttoinlandsproduktes aufrüsten. Dieses Paper hier fordert noch eine weitgehendere Aufrüstung. Wie gesagt, es will eigentlich offiziell nur Russland einholen. Also Russland, so großen Abstand zu Russland waren, dass Russland uns nicht angreifen kann. Aber wie gesagt, die NATO ist jetzt schon viel, viel stärker als Russland. Also es hat jetzt schon eigentlich keinen Grund, gegen Russland noch weiter aufzurüsten. Aber das ist halt die Begründung, die dieses Paper hier fährt. Russland plant bald NATO-Gebiet anzugreifen, NATO-Gebiet zu besetzen und dann ja, müssen wir halt auf einen konventionellen Krieg mit Russland vorbereitet sein. Ich glaube dieser Begründung nicht. Ich glaube, dass hier ja, versucht werden wird, sich an weiteren Stellvertreterkriegen mit Russland zu beteiligen. Also sowas Ähnliches wie in der Ukraine könnte man ja auch in Serbien starten oder in Aserbaidschan, Armenien oder in Moldawien oder in Georgien. Also es gibt so viele Konflikte, wo man zündeln könnte, wenn man das unbedingt wollte. Ich bedanke mich erstmal für den Raid bei Nemesis. Ich dachte, der wäre gebannt, aber jetzt ist er wieder hier und raidet mich. Danke sehr. Ihr habt ja auch schon das Vergnügen miteinander gehabt. Also ich möchte eigentlich nochmal festhalten, ich bin ein ziemlicher Laie auf diesem Gebiet. Ich mache mir natürlich meine Gedanken. Ich höre mir irgendwelche Talkshows an oder ich höre mir auch mal einen Vortrag an. Ich finde es auch wichtig, verschiedene Meinungen mir anzuhören. Also wenn du dir eine Markus-Lanz-Sendung anguckst, dann kriegst du ja eigentlich jede Folge beigebracht, dass unser Verbündeter Amerika das alles ganz toll macht und dass Putin der einzige Böse ist auf der Welt. Und dann guckst du YouTube und dann sagen Leute, naja, der ist schon böse, aber.
Und ich versuche irgendwie mir da das rauszuziehen, was ich irgendwie für schlüssig halte, aber ich bin kein Militärstratege oder irgendwas, genauso wie alle anderen, die hier bei YouTube sitzen. Aber ich bin interessiert und höre mir das gerne alles an. Und ja, ich finde es auch wichtig, Leuten zuzuhören, die Meinung vertreten, wo man vielleicht erstmal irgendwie ein Gefühl hat und man denkt, ah, irgendwie kann man das nicht sagen, irgendwie ist es unangenehm. Und dann sich selber zu fragen, warum einem das eigentlich unangenehm ist. Und generell ist ja Empörung eigentlich so ein Ding, was man sich vielleicht ein bisschen abtrainieren sollte. Aber ja gut, also du scheinst dir ja immerhin da eine Menge anzuschauen und Paper zu lesen und sowas. Also die Sorge ist ja berechtigt von allen Seiten, dass jetzt. Also ich habe sowohl keinen Bock darauf, dass der Russe hier einfällt und uns alle abknallt. Genauso hat man keinen Bock darauf, dass der Ami sagt, die Deutschen müssen jetzt alle in die Armee gehen. Also eigentlich will ich größtenteils, wahrscheinlich die meisten von euch in Ruhe gelassen werden mit dem ganzen Zeug. Aber ja, anscheinend geht es aktuell nicht anders, sondern man wird irgendwie da so oder so reingesogen. Ja, also das ist es ja. Solche Leute, also solche Organisationen, die bestens vernetzt in der deutschen Politik sind. Und zwar das schon seit Jahrzehnten, fast seit Gründung der Bundesrepublik, wollen das eben nicht mehr. Also wir sehen ja an solchen Veröffentlichungen ganz klar, dass es auf eine jahrzehntelange Feindschaft mit Russland und eventuell auf eine Beteiligung an weiteren Stellvertreterkriegen auf jeden Fall geplant wird. Also das wird hier ja ganz offen geschrieben. Aber wir Das ist haben ja ja eigentlich nichts, schon was eine Feindschaft mit man denen, rausreden oder? muss. Also ich glaube, vertragen ist jetzt ein bisschen schwierig, oder nicht? Wie gesagt, meiner Meinung nach bräuchte es erstmal einen Waffenstillstand in der Ukraine und da muss man Ja. mit Russland ja ein Friedensabkommen für ganz Osteuropa verhandeln. Also die Konflikte in Serbien, Moldawien, Georgien und Aserbaidschan vor allem beenden. Aber. Beziehungsweise Aserbaidschan, den könnte man ja jetzt als gelöst betrachten, wenn Aserbaidschan seine weiteren Expansionsgelüste Richtung Armenien einstellt. Also da ist ja, sind ja die völkerrechtlichen Grenzen wiederhergestellt worden nach dem Bergkarabach-Konflikt. Aber wissen Ja. wir denn, ob das nicht im Hintergrund schon passiert? Das wäre schön, aber solche Veröffentlichungen deuten in die gegenteilige Richtung. Okay, ja gut. Also, aber wie gesagt, es gibt ja verschiedene Thinktanks, die auch in Konkurrenz zueinander stehen. Eventuell will dieser eine Thinktank möchte eventuell eine Aufrüstung und ein anderer will eine Abrüstung. Wir gucken ja jetzt auch gerade nur einen an. Wer weiß, ob der ein oder andere Diplomat vielleicht schon am Verhandeln ist und mal guckt, wie man das löst, weil, also selbst wenn man bei aller Verachtung, die man Putin und seiner sonstigen Regierung so gegenüberbringen kann, also trotzdem, wir wollen ja wahrscheinlich alle, dass es erstmal aufhört, dass da geschossen wird. Ne? Und wenn dann, was man dann danach macht, das kann man dann gucken, nachdem aufgehört wird zu schießen. Ich weiß nicht, ich denke mal, eine feste Partnerschaft oder Freundschaft oder sowas wird erstmal sehr schwierig werden. Aber also die erste Bedingung ist ja erstmal, dass die sich nicht mehr erschießen gegenseitig. Ja, absolut. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach stimmt, ein anderer Think Tank. Du hast gerade andere Think Tanks angesprochen. Die RAND Corporation, die hat vor einem Jahr schon geschrieben, wie man in der Ukraine ja einen Frieden erreichen könnte. Dass es für die USA eben klüger wäre, sich aus diesem Krieg zurückzuziehen. Und das machen die USA aktuell schon. Und sie machen das sehr schlau, indem sie die Finanzierung und die Waffenlieferung immer mehr auf uns Europäer abwälzen. Also sie halten diesen Krieg weiter am Köcheln, aber schieben die Verantwortung immer mehr auf die Europäer ab. Und solche Veröffentlichungen wie von der DGAP, die deuten halt in die Richtung, dass hier noch viel mehr Aufrüstung geplant Kann man wird. da Zahlen zu sehen? Ja, es gibt halt Szenarien, das ist halt in so einem allgemeinen Thinking-Sprech gehalten. Es gibt auch Berechnungen der DGAP, die auf deren Website sind, die nicht aus diesem Paper stammen, die aber auch auf deren Website verfügbar sind. Also. Hatte ich mir auch eine eingespeichert, eine Veröffentlichung von denen, wo sie planen, wie die maximale Aufrüstung, die mit dem Bundeswehr-Sondervermögen erreicht wird, wie die dann in den Folgejahren weiterhin aufrechterhalten werden kann, wenn dieses Sondervermögen aufgebraucht ist. Also wirklich eine dauerhafte Steigerung unseres Rüstungsetats wird von der DGAP auch schon fest eingeplant. Aber nochmal zur RAND Corporation. Warte Die hat mal, ich gesagt, habe die hier USA gerade sollen was sich aus. eingeblendet. Würdest du das als gute Quelle be betrachten oder als immerhin einen groben Überblick? Hier Top 10 Unterstützer, das Statista, ist ein ja, Statista ist Statista. meist gut. Naja, jedenfalls, hier kann man sehen, Deutschland und die USA geben sehr viel Waffen und andere EU-Staaten geben humanitäre Hilfe, finanzielle Hilfe, also ne, Deutschland und US auch, aber.
Hier, was humanitär und finanziell angeht, sind die Balken bei Deutschland relativ klein im Vergleich zum Waffenbalken. Das ist ja im Verhältnis relativ sogar noch krasser als bei USA. Absolut nicht, aber ja, man sieht hier, also die EU, die gibt an sich mehr als US gerade gemeinsam gerechnet, aber US ist halt noch das größte Einzelland, ne? Und Deutschland ist Platz 2. Gut, aber das entspricht ja auch Ja. ungefähr der Größe, ne? Also gut, Frankreich ist hier nicht mit dabei. Die sind eigentlich ja sonst immer auch noch ein sehr mächtiges, großes europäisches Land. Die scheinen sich da nicht so zu beteiligen. Aber also Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Japan, Kanada, gut, das ist jetzt nicht Europa, aber das passt ja schon ungefähr mit dem Reichtum der Länder so halbwegs zusammen, ne? Also, dass jetzt Deutschland mehr gibt als Polen, das hätte man sich ja denken können. Ja. Nochmal zu RAND Corporation, die ich ja gerade angesprochen Okay. hatte. Deren Argument war allerdings nicht, wir müssen abrüsten und Frieden mit Russland suchen, weil Frieden halt eine gute Sache ist, sondern wir müssen Frieden mit Russland suchen oder zumindest uns aus diesem Krieg zurückziehen, keine zu starke Eskalation mit Russland suchen, weil wir all unsere Ressourcen auf den auf jeden Fall kommenden Krieg gegen China konzentrieren müssen. Also das war auf jeden Fall keine friedliche Strategie, sondern das war eher eine realistische Strategie in dem Sinne, wir müssen unsere Ressourcen einteilen, weil wir nicht gegen die ganze Welt gleichzeitig kämpfen können. Aber das ist ja aktuell nicht die hegemoniale Haltung im Westen. Die hegemoniale Haltung ist, sowohl Russland als auch China sind unsere Feinde. Die EU bezeichnet China als systemischen Rivalen. Völlig idiotischerweise. In China ist Wer schon war ja das? seit 40 Jahren bekannt. Die EU. Die EU. Wer von der EU? Die EU in offiziellen, Ach, ein offiziellen Papieren. offizieller Pressesprecher hat das gesagt, oder wie? Ja. Was wäre denn, wenn in Amerika nächste Wahl jetzt einfach wieder Trump gewinnt und er sagt America first und ich schicke da gar nichts mehr hin? Es wäre sehr gut. Und dann würde dieser Krieg relativ schnell enden. Also Meinst das du? wird ein. Also dann ist die Ukraine einfach im Arsch, oder? Also dann rollen die da einfach Nein. rüber, oder nicht? Wie gesagt, Russland will eine Neutralität. Wenn die USA bereit sind, diese Neutralität zu gewähren, dann wird dieser Krieg sehr wahrscheinlich enden. Wie gesagt, Russland hat seine Friedensbedingungen jetzt ein bisschen erhöht auf Anerkennung der territorialen Realitäten, sprich das, was wir schon erobert haben, das geben wir auch nicht mehr her, aber das, darauf sollte man sich ja auch schnell einigen können. Also ich sehe, also Biden fährt gerade eine sehr aggressive Politik. Es könnte mit Trump besser werden, es könnte aber auch sein, dass Trump, wie im letzten Wahlkampf, nur viele große Ankündigungen macht, dem aber keine Taten folgen lässt. Also wir sehen ja, wie in den USA seit Jahrzehnten die Außenpolitik von den Neokons bestimmt wird, egal welcher Präsident da gerade an der Macht war. Ja, aber also deine Prognose ist, wenn Trump kommt, dann sagt er, wir unterstützen Ukraine nicht mehr und die verlieren dann aber nicht, oder? Das sind seine Ankündigungen. Ich traue mir keine Prognose zu, da man bei Trump halt nicht weiß, was er macht, da man nicht weiß, wie weit er sich gegen seinen eigenen Apparat durchsetzen kann oder wie ernst er das überhaupt meint, was er da sagt. Das war in der Vergangenheit auch so. Okay. Ich würde übrigens den Chat bitten, ein bisschen euch zu mäßigen. Ich verstehe, das ist ein hitziges Thema. Also jedes Mal, wenn man sowas anspricht, dann rasten Leute aus. Und ich finde es interessant, wie sehr alle Leute, also ich versuche immer so Sachen von einer anderen Metaebene ein bisschen zu betrachten, weil wenn es jetzt um Kriegsstrategie geht, da habe ich keine Ahnung von. Aber ich sehe halt hier mir so ein bisschen die Leute an, die wie sie reagieren und wie sie sich empören und wie sie sauer werden wegen irgendetwas und wie sicher sie sich sind, dass sie die richtige Version gehört haben. Und das ist immer interessant zu sehen, wie unterschiedliche Versionen die Leute gehört haben, aber alle sind sich sicher, dass sie die richtige haben. Also es ist egal, wie du davon glaubst, das kannst du bei anderen Themen auch sehen. Wenn irgendwelche Schwurbler-Demos gemacht haben, wo du dann Spiegel TV hinschickst oder so. Die sind sich 100% sicher von dem, was sie da erzählen. Und die sagen teilweise ganz unterschiedliche Dinge, aber alle sind sich sehr sicher. Das ist immer, kannst du sehr oft beobachten. Gut, da gibt es auch ein paar, die zweifeln und sagen, ich weiß das alles nicht, aber also sehr viele werden dir einen Vortrag halten von der will eigentlich dieses und der will das und Bill Gates will uns irgendwie will uns töten und dann will der noch was und dann will der noch was und genauso die Leute, die irgendwie Lanz gucken oder so, die werden dann genau bei der Gegenseite sagen, ja, hier, nee, der hat recht und der hat recht. Also, Ja, das absolut, finde kann ich ich dir eher das nur zustimmen. Interessante daran. Also, Und ich bin ja auch gerne Devil's Advocate und ich stelle ja auch gerne kritische Fragen, um mal zu gucken, wie die Antwort ist. Also, das mache ich eigentlich gerne in Gesprächen. So, ich finde das dumm, wenn wir jetzt hier sitzen und wir sagen einfach nur genau das Gleiche. Deswegen versuche ich auch ein bisschen mal
die eine oder andere Frage zu stellen, um ein bisschen alles abzuklopfen. Und ja, also ich finde es auch immer gruselig, wie auf der eigenen Seite geredet wird, egal um welchen Krieg es jetzt geht oder sowas, dass man Sachen, die früher undenkbar gewesen wären, plötzlich als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Und wenn man ein bisschen auf die Wörter guckt, so wer dann plötzlich ein Diktator ist, aber wer nur ein König ist und was ein Krieg ist, was dann aber nur eine Operation ist und so weiter. Also das siehst du an vielen Ecken gerade. Und es ist interessant, da mal so ein bisschen drauf zu gucken, was da eigentlich passiert und zu versuchen, irgendwie ein bisschen rauszuzoomen, so gut man es kann. Wir sind natürlich Ja, alle, ne, ein absolut. Und bisschen ob geprägt von wir allem. beide hier recht gehabt haben mit dem, was wir hier gerade erzählt haben, das kann ja jeder nachprüfen. Das Paper von der DGAP ist öffentlich verfügbar. Es ist auch öffentlich zu sehen, wer die Mitglieder, wer die Finanziers der DGAP sind. Prüft das gerne alles nach, was wir gesagt haben. Schaut euch die Argumente an und bewertet uns anhand der Argumente und nicht anhand eurer Vorurteile, sondern überprüft wirklich, ob das hier sachlich richtig ist, was wir gesagt haben. Also wir können das nur durch einen freien Diskurs klären, in welche Richtung wir in Zukunft wollen. Wenn man halt mit solchen Pauschalisierungen oder Diffamierungen kommt, dann ja, zerstört man diesen freien Diskurs. Also ich finde generell interessant, wenn du so ein bisschen beobachtest, so die Medien, den Zeitgeist und das sind auch Sachen, die ein bisschen in der Vergangenheit liegen, wie sehr man früher Anti-Waffen war oder auch Anti-Amerika. Also das ist noch zu einer Zeit, wo du wahrscheinlich noch zu jung warst, aber ich habe noch den 11. September miterlebt als Kind. Und ich habe mitbekommen, wie danach halt Irak, Afghanistan und sowas war. Und besonders mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, da war Amerika immer super unbeliebt. Und man hat die irgendwie als, man hat denen alles Mögliche zugetraut. Damals war das auch noch nicht so kontrovers wie heute, weil man irgendwie 9/11 angezweifelt hat und sowas. Also man hat schon irgendwie ein sehr negatives Bild von Amerika gehabt. Das war auch regelmäßig im Fernsehen, in allen möglichen Sendungen, wurden die sehr, sehr schlecht dargestellt. Naja, und inzwischen ist das so gekippt, weil du so einen anderen Feind hast. Du hast jetzt halt Putin und jetzt ist irgendwie Amerika doch nur noch so, na, ist irgendwie teilweise vielleicht nicht perfekt, aber immerhin irgendwie noch unser Freund und Verbündeter und eigentlich was ganz Tolles. Also ich zweifle da einfach dran. Ich finde die beide nicht so sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, ich finde die auch beide. Ich finde keinen dieser Akteure in der Weltpolitik irgendwie sympathisch. Ich glaube, diese moralische Bewertung, die sollte man hinterher anstellen, wenn man erstmal die Interessen neutral analysiert hat. Sonst wird man ja verrückt. Denn alles, was man in diesem, ja, auf dieser politischen Ebene sieht, das ist einem nicht sonderlich sympathisch. Also es gibt keine Figur auf internationaler Ebene, von der ich jetzt sagen würde, die bringt uns eine friedliche, progressive Zukunft. Ganz im Gegenteil. Es wird auch gesagt, Nawalny zeigt sehr gut, wo Putin steht. Dann zeigt wahrscheinlich auch Julian Assange ganz gut, wo die USA stehen. Aber das kann man, also ich finde das immer so seltsam, wie man zu vielen von diesen Vorwürfen eigentlich ein Pendant auf der anderen Seite findet. Also wenn man sagt, die sperren da einfach einen Journalisten ein und dann kann man das China oder Russland vorwerfen. Aber also eigentlich kannst du es allen großen Weltnationen vorwerfen, Ja, dass sie sowas machen. also. Oder man sagt, wie kann denn Russland einfach in die Ukraine rein? Ja, aber wie kann Amerika einfach nach Afghanistan rein? Also man. Ja, vor allem die Ukraine, wo jetzt angeblich Freiheit und Demokratie verteidigt wird. Da werden Kritiker mit dem Tod bedroht. Also da gibt es aus Geheimdienstkreisen Todeslisten, wo Leute draufgeschrieben werden. Da kommen Kritiker mit unter 15 Jahren ins Gefängnis, weil sie einfach nur sagen, hallo, ich will Frieden. Also das sind die Zustände in der ach so demokratischen Ukraine. Das sind alle Oppositionsparteien, die sich für Frieden, für gute Beziehungen mit Russland, für Umverteilung, also alle linken Parteien sind in der Ukraine aktuell verboten. Das ist die Situation in dieser tollen Demokratie. Ja, aber gut, die rechtfertigen sich jetzt, dass das ein Kriegsfall ist und dass es da ein bisschen andere, dass man sich das da gerade nicht leisten kann oder sowas. Ja, Wahlen kann man sich auch nicht leisten. Die sind auch bis auf Weiteres abgesagt. Naja, es ist halt Kriegsfall gerade, ne? Ja, steht auch in der ukrainischen Verfassung, aber finde ich schon problematisch, wenn man einfach sagt, okay, wir setzen diesen Krieg, also solange der Krieg fortgesetzt wird, setzen wir Wahlen aus, denn dann, ja, hat die Regierung einen sehr starken Anreiz, diesen Krieg niemals zu beenden. Sie kann die gesamte Opposition unterdrücken, sie kann sich mit westlichen Hilfsgeldern die Taschen voll machen, sie, ja,
sie kann nicht mal abgewählt werden. Also für diese korrupte Clique, die dann Kiew gerade an der Macht ist, ist das eine sehr gute Situation. Also die frisst sich gerade fett wie die Made im Speck. Und deren Kinder sind es nicht, die da im Krieg sterben. Das sollte man, glaube ich, auch dazu sagen. Dass man die Regierung eines Staates nicht mit ihrer Bevölkerung gleichsetzen darf, was ja auch Ja. ein Fehler ist, der im Diskurs sehr häufig gemacht wird. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also, wenn man jetzt irgendwie einen Russen dafür verantwortlich macht, was Putin macht, also die meisten Deutschen haben auch nicht Scholz gewählt. Und wenn der jetzt irgendeinen Cum-Ex-Scheiß macht, dann heißt das jetzt nicht, dass wir beide oder irgendwer anders das gut finden. Das fand ich auch gruselig, wie zum Beispiel, das war am Anfang des Krieges, war dass das. Also da gab es doch so Listen mit, diese Firmen machen noch Geschäfte und sowas. Und da waren ein paar Firmen dabei, wo ich sage, ja, gut, also wenn die jetzt rausgehen, zum Beispiel wenn, also ich glaube, so ein Fresenius oder so war das, irgendwer hatte doch so Dialysezentren betrieben oder Siemens hat Atomkraftwerke gewartet. Und das wären jetzt Firmen, wo ich sagen würde, die muss man jetzt nicht outcallen. Also man kann das kritisieren, dass manche Firmen da irgendwie Geschäfte machen, aber wenn da jetzt der russische Nierenpatient stirbt, weil er keine medizinische Versorgung bekommt. Also man weiß ja nicht, wen es trifft. Das trifft ja ganz viele Leute, die da mit zu tun haben. Also vielleicht ist das auch ein Putin-Supporter, der da ins Dialysezentrum geht, aber vielleicht halt auch nicht, ne? Man weiß es Ja, ja nicht. also. Oder wenn da ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, dann ist das ja wahrscheinlich schlecht für uns alle. Also egal in welchem Land das steht. Das sollten wir uns jetzt weltweit eigentlich nicht wünschen, dass das passiert. Der Wirtschaftskrieg ist sowieso der größte Schwachsinn. Also mittlerweile gibt ja sogar die DGAP in diesem Paper, das ist was wir gerade eben nicht erwähnt hatten, aber was ich glaube ich jetzt noch mal kurz erwähnen kann, zu, dass der Wirtschaftskrieg gescheitert ist, zumindest in Bezug auf das Ziel, die russische Rüstungsproduktion relevant zu senken. Da steht nämlich, derzeit baut Russland seine Rüstungsindustrie unter Nutzung der Einnahmen aus Öl- und Gasexporten zur Kriegswirtschaft um. Ist Das das hat in die dem Text, den Produktion du mir geschickt hast? ja, Wo? Ich in würde das gerne einigen einblenden. Segmenten. Wo ist das? Ungefähr in der Mitte, ja, eher am Anfang, eher am Anfang. Okay, Unter dem wir haben übrigens Unterpunkt gerade steigende Tobias Huch im Kriegsfähigkeit. Chat. Der hat sich auch dazu geäußert. Der meint, die meisten Russen stehen hinter Putin. Ja, Hast das kann sein. Das wird so sein. Also, der ist ja in Umfragen, steht er immer relativ gut da, tatsächlich. Aber die Also, meisten selbst sind von ja auch nicht diesem, alle, ne? Also. ja, tatsächlich, also auch von diesem Oppositionellen Institut Levada heißt das. Also, das ist das Institut, was man im Westen meistens nimmt, weil viele andere Institute halt staatlich beeinflusst ist in Russland. Also, keine Frage, auch Russland ist natürlich keine Demokratie. Deswegen muss man da auch auf Veröffentlichungen, die aus Russland kommen, sehr kritisch schauen, zumal in Russland die Presse ja stark zensiert wird. Also, das ist ja nichts, was man irgendwie. Deswegen sollte man auf solche Zustimmungszahlen auch immer kritisch schauen. Aber stimmt. Welchen Teil soll ich hier zeigen von diesem Paper? Übrigens, Steigende Kriegsfähigkeit heißt der Unterpunkt. es wird von mehreren Leuten gefordert, dass Tobias Huch mit in den Talk kommen soll. Weiß nicht, hättest du da Bock drauf? Oder also an euch beide gefragt? Würde ich nicht nein sagen. Dann machen wir jetzt noch einen zweiten Teil quasi, wenn er dazu kommen will. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was er gerade zu tun hat. Vielleicht hat er ja auch nur ein paar Minuten, um in den Chat zu schreiben, aber keine Ahnung. Jedenfalls, was wolltest du hier besprechen? Was sollten wir uns angucken? Steigende Kriegsfähigkeit, der Unterpunkt, der dritte Absatz. Hier Also ist jetzt geht es es. um Russlands Der dritte Absatz, dieses hier. Kriegswirtschaft. Ja. Okay. Es hat die Produktion in einigen Segmenten gesteigert und wichtige Mitarbeiter in der Produktion gehalten. Die Sanktionen auf kriegswichtige Komponenten wie Mikrochips oder Kugellager und Rohstoffe konnten in vielen Bereichen umgangen werden. Zusätzlich importiert Russland Rüstungsgüter aus verbündeten Staaten wie Iran oder Nordkorea. Das heißt, diese Sanktionen funktionieren überhaupt nicht in der angedachten Weise, die russische Rüstungsproduktion zu senken. Ganz im Gegenteil, sie steigt sogar. Also dieser Wirtschaftskrieg ist sogar in Bezug auf dieses eine Ziel komplett gescheitert. Also ja, ich weiß nicht, wie viel umfassender ein Scheitern noch sein kann, auch wenn sich die russische Gesamtwirtschaft anschauen kann, dann steht diese mittlerweile stärker da, gemessen am BIP, als zu Beginn des Krieges.